Hallo, ihr 15er und Erwachsene aus der Judo-Schule. So langsam ändern sich ja die Zahlen. Ich hoffe, dass wir vielleicht nach den Ferien wieder ein bisschen hier trainieren können. Vielleicht kontaktlos indoor, deshalb lest unsere Newsletters dann, die dann kommen in den Ferien nochmal. Ansonsten, letzte Woche hat es uns leider nicht gereicht, ein Video zu machen. Deshalb geht es heute weiter mit unserer Kombination vor-zurück hauptsächlich. Ich habe wieder den Oskar dabei, der sich immer freut, da mitzumachen, damit er auch ein bisschen was zu tun hat, ein bisschen angestrengt ist. Wer kann auch mal mitmachen will, kann sich gerne bei mir melden. Ja, ich würde auch gerne mal Pause kriegen, Oskar, weiß nicht. Ich könnte auch einen neuen Schauspieler mal mitnehmen, aber Oskar macht es ganz gut. So, wir starten heute. Wir machen heute einen Aufwärm mit Tabata, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Verschiedene Tabata-Übungen, wir machen 5 Runden, eine Aufwärmrunde, dann machen wir Bauch, Arme, Rücken, Beine und danach gehen wir ein bisschen in die Technik rein. Das Bodending wiederholen wir auch nochmal, damit ihr da ein bisschen dabei bleibt und wir nach den Ferien vielleicht wieder was machen können, mal sehen. So, und ansonsten würden wir jetzt heute starten. Wir starten mit 8x20 Sekunden, dazwischen sind immer 10 Sekunden Pause, 8x20 Sekunden Belastung. Wer nicht weiß, was Tabata ist, aber die meisten, die hier trainieren, kennen das. Aber wir haben ja auch ein paar Gäste von anderswoher. Also immer 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, das Ganze 8x. Habt ihr Pause, dann habt ihr längere Pause und dann geht es weiter mit der nächsten Körperpartie, wo wir dann die nächsten Muskeln ein bisschen trainieren. Okay, so, wir starten. Mit dem Hampelmann. Achtung! Und los geht's! 20 Sekunden Hampelmann mitmachen. Also drauf, dass die Arme ganz nach oben gehen und ganz nach unten. Genau, kurze Pause. Wir machen die Beine vor zurück und zwar gegengleich. Rechtes Bein vorne, linke Hand vorne. Ja? Und los geht's. Gut. So, dann geht ihr ganz nach hinten, soweit es bei euch geht. Und rennt dann immer vor bis zum vordersten Punkt, soweit es geht, und dann wieder zurück. Genau, immer kurz den Boden berühren. Oskar macht es sehr gut. Und genau, super. Okay, so, nächste Übung. Wir machen Hampelmann-Arme. Die Beine vor zurück. Und los geht's. Gut, jetzt genau andersrum. Arme hoch und runter. Und die Beine machen wir Hampelmann. Gut, dann gibt es hier eine Rennübung. Das heißt, ihr lauft jetzt vorwärts hin und rückwärts zurück. Und los geht's. Gut. Und ihr macht Sätze springen. Mal Zettel springen so weit vor wie möglich und dann zur anderen Seite zurück.
vorletzte Übung, wenn ihr richtig mitgezählt habt. Gut. Und letzte Übung. Wir laufen kreuz. Ja. Immer im Zitaki-Lauf sozusagen. Letzte Runde und los geht's. Und wieder alles rund zurück. Immer so weit, wie ihr könnt. Vielleicht habt ihr einen langen Flur. Dann könnt ihr oben so länger machen. Wir haben jetzt 10x4 Meter genommen. Gut. So. Dann nächste Runde kommt dann Bauch. Wir sind durch dann mit der ersten Runde. Dann kommt zum Bauchübung. Wir machen immer eine Halteübung und dann eine bewegende Übung. Ja, also eine Halteübung, eine bewegende Übung, eine Halteübung, eine bewegende Übung. Okay, wir starten zuerst mit der Halteübung. Das heißt, leg dich mal quer, Oskar. Kopf, genau, Füße, Kopf zu mir. So, wir nehmen die Arme auf die Brust. Ja, dann kommt hoch und haltet euch so. 20 Sekunden lang so halten, danach habt ihr 10 Sekunden Pause und dann macht ihr richtige Sit-Ups. Okay? So, bist du schon bereit, Oskar? Gut. Und los geht's. Halten 20 Sekunden. Schaut, dass es nicht zu hoch geht, dass immer Spannung dann auf dem Bauch ist. Und kurz Pause. Und dann 20 Sekunden Sit-ups. Und los. Immer ganz hochkommen. Legt euch wieder auf den Rücken, Arme wieder auf die Brust, wir nehmen den Kopf hoch und die Schulterblätter leicht vom Boden. Ja, nur ganz kurz. Gut, und hoch. Ja, nur halten, Oskar, so halten. Guckt, dass die Schulterblätter weg vom Boden sind, das belasten die oberen zwei Bauchmuskeln. Danach machen wir ganz kurze Sit-Ups. Immer nur so, dass ihr in die Position kommt, Arme dann gestreckt nach vorne, ganz kurze und schnelle. Und Achtung. Und los, kurz und schnell. Noch vier Übungen, wir haben die Halbzeit. Gut, so, dann geht Oskar danach in den Schiffchenposition. Ne, auf dem Rücken. Schiffchen auf dem Rücken, ja. Schiff im Bauch und so halten. Und danach machen wir dann die Klappmesser. Schön die Arme strecken in den Kopf, ja. Beine gestreckt halten. Aufpassen, dass er in kein Hohlkreuz kommt. Kurz Pause und dann die Klappmesser. Und los geht's. Sehr gut. Als nächstes legen wir die Hände über den Po und wir halten unsere Beine genauso, sodass ihr die unteren zwei Bauchmuskeln belastet und dann danach die Beine hoch und runter. Erst halten. Achtet auch, dass es sehr ins Hohlkreuz geht, deshalb sind die Hände unter dem Popo, dass der Rücken auf dem Boden bleibt, nicht dass er da hochkommt und so macht. Den Rücken schön auf den Boden drücken.
dann die kurze Pause. Jetzt die Beine gestreckt hoch und runter. Und los geht's. Sehr gut. Super. Letzte Übung für den Bauch. Gut. Kurze Pause. Dann kommen wir zu den Armen. Dann holen wir was trinken. Oskar kann auch was trinken, wenn er Lust hat. Gut. Zu den Armen. Dann. Wir standen in der Liegestützposition normal, also dass die Arme ein bisschen breiter sind als die Schultern. Die Haltübung ist dann hier rechter Winkel in den Ellbogen. Ja, noch ein bisschen weiter raus. So, so richtig, genau so. Ja, so halten. Und dann danach natürlich die Liegestützübung. Okay? Das sind meist natürlich jetzt Liegestützübungen, die wir machen. Insgesamt 8 Stück. So. Ich glaube, das wird die anstrengendste Einheit. Oskar, bist du bereit? Ja. Und los geht's. Vielleicht mit dem halben Kopf gerade zum Rücken, nicht den Kopf nach unten. Achtet darauf, dass ihr nicht zu sehr durchhängt. Auch hier wieder ein bisschen hochdrücken, Bauchmuskulatur nicht locker lassen. Sieht auch ganz gut aus beim Oskar. Gut. Jetzt kann auch kurz die Arme ausschütteln und dann so schnell wie ihr wollt. Ja, wir geben keine Zahl vor, die Liegestütze machen. Okay, braucht nicht schnell machen. Ihr müsst halt in 20 Sekunden so das Ding durchmachen, dass ihr keine Pause machen müsst. Das wäre super. Jetzt hängst du ein bisschen durch im Bauch, Oskar. Gut, super. So, nächste Übung. Wir halten dazu, dass die Ellbogen ganz nah am Körper sind. Ja, und dann machen wir Liegestütze so, mit Ellbogen ganz nah am Körper. Genau so, super. Oh, top Haltung hier beim Oskar. Sehr gut. Dann tut das Training hier gut immer mit dem Video. Aber sonst daheim sie hier nichts machen. Ab und zu. Ab und zu, da weiß man. Okay. Okay, kurze Pause. Und dann diese engen Liegestütze. Auch hier wieder 20 Sekunden durchhalten. Und los. Ja. Schön die Ellbogen eng am Körper halten. Schön die Hälfte der Übung übrigens. Schön die vierte Übung jetzt. Gut. Wir machen die Ellbogenstütz halten und wir machen Ellbogenliegestütz. Und los. Genau, jetzt eine easy Übung zum Halten, wo die Arme mal kurz ein bisschen entlastet werden können. Und kurz Pause. Dann jetzt zu den Ellbogenliegestütz. Als letztes machen wir den Klatsch oder Sprungliegestütz. Halten tut ihr euch da bitte in der ganz normalen Liegestützposition. Genau, so halten, Kopf wieder gerade. Jawohl. Jetzt hängst du auch hier ein bisschen durch. Meistens haben die schwachen Arms und die meisten haben schwachen Bauch und Rücken. Da fängt er an so durchzuhängen. Schaut, dass ihr den Bauch schön oben haltet. Also hinten so ein bisschen wie ein Brett seid. Gut. So, jetzt 20 Sekunden lang wieder abheben von der Matte und wer es vielleicht sogar kann, abheben und klatschen. Ja? Das ist die Königsübung jetzt.
Huh, Oskar Glatzka hinten, habt ihr das gesehen? Unglaublich, mal gucken, ob er 2 Sekunden durchhält. Boah, scheiße, muss ich weg. Okay, Dreier hingekriegt. Nicht schlecht. Okay, haben wir eine kurze Pause, wenn ihr wollt, könnt ihr was trinken. Und wir kommen zum Rücken. Rückenübungen, kommen nur zwei Körperpartien, einmal Rücken, einmal Beine. Ja, bei den Rückenübungen wieder auf dem Bauch liegen. Erste Übung, Arme strecken, wir machen Schiffchen auf dem Bauch. Die bewegende Übung ist dann einfach, sich zu wippen auf dem Bauch. Ja? Das ist unsere erste Runde. Ich stelle kurz die Uhr wieder ein. Oskar, bist du schon bereit? Ich hoffe, ihr seid auch bereit. Dann legen wir. Jetzt los. Genau, schön halten, auch die Arme strecken dabei, denkt dran, nicht so machen. So, die Arme schön weit nach vorne. Eine richtige Schiffsspitze bauen vorne. Lang diese Position halten und dann gleich kommt die Wippe. Und los. Durchhalten immer. Gut. Als nächstes geht ihr wieder den Ellbogenstütz. Haltet euch so. Und die bewegende Übung ist dann, wenn es losgeht, dass ihr den rechten Ellbogen zum linken Knie bringt und beides wieder in die Streckung bringt. Ja, das ist dann die bewegende Übung. Das machen wir beidseitig. Also einmal zuerst die eine Seite, dann wieder so halten, dann die andere Seite. Das ist die Halteübung. Ganz gerade, genau. Das ist ganz gut hier. So, und jetzt Knie und Ellbogen zusammenbringen. Gegenüberliegend, bitte. Also so. Genau so. Und immer ganz in die Strenge. Und aufpassen, dass euch nicht wegdreht. Ja? Oskar versucht gerade zu bleiben. So. Das ist die Schwierigkeit bei der ganzen Geschichte, euch nicht wegzudrehen. Genau, mit Ellbogen zusammen und wieder lang. Und den vorderen Arm lang. Komm. Jawohl. Ja, nicht umkippen. Sehr schwere Übung. So, jetzt wieder halten auf den Ellbogen und dann die andere Seite. Das ist die Halteübung. Jetzt brauchen wir ein bisschen runter machen. Genau, gut. Jetzt die andere Seite zusammenbringen. Achtet darauf, dass ihr nicht so sehr wackelt im Bauch und Rücken. Ja, schön anspannen. Wenn die Bewegungen machen. Ja. Pause. Und die andere Seite. Genau. Ja, da ist der Oskar stärker. Knickt auch ein bisschen weg, so ein bisschen gerade zu bleiben. Ja. Ja. Gut. So, letzte Übung. Wieder auf den Bauch legen. Hände so nach hinten und dann drückt ihr den Kopf und die Brust vorne hoch. Die bewegende Übung. Genau, kurz hingehen. So. Nein, nicht so weit. Ja, genau, so. So. Ja, so halten. Die bewegende Übung ist dann, ihr nehmt die Hände an die Ohren und dann macht ihr einen Scheibenwischer. Das heißt, ihr geht hier so hin und her, wie ein Scheibenwischer. Genau, schon wieder nachdrücken, nicht runtergehen. Jawohl. Jetzt die Hände an die Ohren. Und dann machen wir einen Scheibenwischer hin und her. Mit den Füßen hinten schön abdrücken. Festmachen auf der Matte, dass er nicht dass den Oberkörper bewegt. Genau, super. Sehr gut. Dann kommt die letzte Übung, die Beine dann.
Körperpartie, nicht die letzte Übung. Gut. Okay. Kurze Pause wieder. Wir kommen zu den Beinen. Da geht es hauptsächlich um die Kniebeugen, Geschichte natürlich. Geht's noch, Oskar? Gut. Also ihr haltet euch zuerst im rechten Winkel unten, am Toilettensitz sozusagen, wenn ihr auf Toilette sitzt, genau, Ellbogen weg vom Körper, durch die Halteübung, kannst du hochkommen. Und danach machen wir Kniebeuge, aber so, dass ihr mit dem Popo fast den Boden berührt und ganz hochkommt. Ja. Das ist die erste Übung. Bist du bereit, Oskar? Seid ihr auch bereit, hoffentlich? Ja. Wenn nicht, dann drückt halt kurz auf Stopp und dann drückt ihr wieder auf Start, wenn ihr irgendwas machen müsst. So, dann legen wir los. Ab runter, rechter Winkel und so halten. Genau. Also, dass die Knie nicht so weit über die Zehen drüber sind. Ja, und der ganze Fuß immer auf den Boden ist. Die Fersen müssen richtig runtergedrückt werden. Gut, und jetzt Kniebeuge, Popo ganz runter und ganz hochkommen. Das ist meine. Ja, wie ein Gewichtheber, ganz nach unten. Sehr gut. Gut. Jetzt wieder rechter Winkel, könnt ihr mal die Hände immer auf den Rücken nehmen, dann seid ihr ein bisschen gerade hier, wenn ihr runter geht hier. Und dann gibt es Hockstrecksprünge. Ja. Die Hochstrecksprünge, denkt dran, dass ihr auch in der Hocke landet, nicht so landen und dann die Kniebeuge machen, sondern wenn ihr springt, landet ihr gleich wieder unten und dann geht's hoch. Genau. Geschwindigkeit könnt ihr euch selber aussuchen. Wenn ihr ein bisschen mehr anstrengen will, gibt mehr Power, mehr Gas. Wenn ihr ein bisschen Pause braucht, macht es viel langsamer. Gut. Okay, als nächstes nehmt euch eine Wand zum Abstützen, wenn ihr eine braucht. Wir machen eine einbeinige Kniebeuge. Ihr nehmt euer Bein entweder nach vorne und nach hinten, dürft euch aussuchen, dann geht ihr runter und haltet euch so. Ihr braucht da nicht zum rechten Winkel kommen. So. Was geht hier? Jawohl, könnt ihr euch natürlich auch dabei abstützen. Dürft ihr gerne machen. Das passt ein bisschen zu tief. Und jetzt mit dem selben Bein, ja, die Kniebeuge nach. Oh, stark. Ja. Nach vorne, kommt ihr beide runter. Ups. Kann passieren. Gut. Und die andere Seite. Letzte Übung. Passiert. Wie gesagt, kann ich auch abstützen dann. Ich brauche nicht, ohne Stütze zu machen. Stark. Wird meine Knie nicht mehr aushalten. Was der Oskar da treibt. Gut. Und jetzt gehen wir noch die letzte Kniebeuge. Und dann haben wir die Kraft rundherum. Wieder nicht mehr. Oder läuft schon längst. Ich weiß, ob es verpasst. Nicht getudelt. Ah, nee, der hat getudelt, da geht schon irgendwie Tudel aus. Oh, mein Uhr ging ein bisschen kaputt. Ah, egal, machen wir es jetzt mal kurz zum Handy.
Ich habe hier auch eine Uhr. Fertig, Oskar. 20 Sekunden noch Kniebeuge. Letzte Einheit. Und los geht's. Und anderen Bein. Stark. Letzten 5 Sekunden noch. Einen kriegst du noch hin. Ja, gut, super. Okay. Gut. Dann könnt ihr wieder kurz was trinken gehen. Und ihr nehmt eure Fallhilfe. Oh, ich habe euch gar nicht gesagt, was ihr braucht. Ihr braucht die Fallhilfe und ihr braucht eure Puppe natürlich. Ja. So, Fallhilfe, da ist ein bisschen Fall gemacht, wie ich immer sage. Und ich sage es jedes Mal. Ihr könnt gerade nicht fallen, weil ihr keinen Partner habt, der euch wirft. Und deshalb versuchen wir es ein bisschen euch geschmeidig zu halten mit einer dicken Decke oder mit einer Matratze, dass das Fallen nicht verlangt, was mit das Wichtigste ist, dass ihr mit anfangen, dass ihr nicht euch gleich verletzt, sondern erst noch Goschi hingeballert werdet. Okay? So, dann legen wir los mit dem Rückwärtsfallen. Wir machen Rückwärtsfallen mit einer Rolle abwechselnd mit der rechten, mit der linken Schulter. Wenn das so viel Platz hat, wenn nicht, macht einfach nur Rückwärtsfallen und steht wieder auf. Genauso. Okay? Wenn ihr gar keine Fallhilfe habt, versucht es ganz langsam, ganz normal rückwärts zu fallen, ohne die Rolle rückwärts. Okay? Dann lesen wir hier die Zeit. Wir machen das 1 Minute und los geht's. Wir bleiben 30 Sekunden. 30 Sekunden reicht auch, glaube ich. Wer will, kann sich das selber noch erweitern. Okay, und stopp. So, dann machen wir seitwärts fallen. Seitwärts fallen, so ein bisschen wie Okuri Ashibara. Ja? Ihr könnt mir das eine lange Fallhilfe werden. Wir es haben. Wenn links mal quer hin, dann seht ihr es besser. Ja, denkt nochmal dran. Ihr fallt, wenn ich darüber laufe, falle ich in diese Richtung seitwärts bei der Kuriashibara. Denn ich werde, ja, hopp, da fängt mein Partner sein weg und dann falle ich in diese Richtung. Das heißt, ihr lauft nach links, fallt rechts, ihr lauft nach rechts, fallt links. Okay? Das Ganze auch wieder 30 Sekunden. Und los geht's. Genau. Einmal zur anderen Seite. Sehr gut. Gut. Dann Judo-Rolle vorwärts, rechts und links. Machen wir ganz normal und ganz einfach. Bei links besonders dabei. Und los geht's. 30 Sekunden rechts und links. Könnt ihr hin und her machen. Oskulation drehen, dann zurück gleich. Wir machen es auch mal mit der Fallhilfe immer. Das seht, 2 Meter reicht eigentlich. Jetzt ganz gut. Ja, das reicht fürs Fallen. So, dann gucken, dass rechts und links keine Schränke stehen. Gut, und stopp. Okay, können wir die wegtun? Brauchen wir heute, glaube ich, nicht mehr. Dann dürft ihr eure Puppe nehmen. Und ich wiederhole nochmal schnell. Vielleicht braucht die Fallhilfe nochmal für unsere erste Kombi, die wir gemacht haben. Ich wiederhole nochmal schnell die 2 Kombinationen, die wir bisher gemacht haben. Das war einmal Ogoshi und Taniyotoshi. Und die zweite war letztes Mal Haraigoshi Osurigari. Es geht immer darum, vor, zurück. Und es ist immer eine Kombination. Beim Haraigoshi Osurigari war es eine Kombination. Bei Ogoshi und Taniyotoshi war es eine Finte.
Ich zeige beides nochmal vor. Ihr macht das immer abwechselnd zu eurer Seite, wo ihr auch die Würfe hinwerft. Wir machen das eine Minute lang. Das heißt hier, Ogoshi Tanya Toshi da hier kurz antäuschen von einem Ogoshi, zack, und dann gehe ich nach hinten durch. Das heißt, zur Seite. Kurz antäuschen, als wenn ich Ogoshi eindrehe. Arm ganz eng ranziehen, dann gehe ich nach hinten durch, Ohr auf die Brust und dann werfe ich hier nach hinten. Ja. Das könnt ihr auf die Fallhilfe drauf machen, wenn euer Boden zu hart ist. Nicht, dass euer Arm, der da hinten dran ist, in Ogoshi-Haltung kaputt geht. Das zweite war dann Haraigoshi Usoto. Das heißt, das war hier mehr eine Kombination. Ich drehe Haraigoshi ein, der blockiert, hängt nach hinten. Er hängt, wird nämlich auch nach hinten werfen. Ich gehe einmal rum, vielleicht mit zwei Sprüngen und dann werfe ich ihn. Usoto. Okay, diese zwei Würfe immer abwechselnd machen. Und dann kommen wir zu Uchimata Kouchi Kari. Okay. Fertig. Bis bei Oskar. Und los geht's. Genau. Schön Kopf auf die Brust bleiben. Da Kontrolle haben mit dem Partner, nicht den Kopf nach hinten nehmen und an die Decke gucken. Ja, da rum und dann durchziehen das Ding. Ihr nutzt die Reaktion von der Uke aus. Der macht. Voll. Sekunden, schafft ihr jeden Wurf noch einmal. Genau. Noch einmal. Haraigoshi Usoto. Okay. So, das nochmal ins Gedächtnis zurückrufen. Jetzt kommen wir zu Uchimata Kouchigari. Zum Uchimata müsst ihr euch vorstellen, der hat zwei Beine. Ja, und da wir ja einen Kouchigari machen, haue ich ihm dieses Bein weg. Was wir jetzt machen, ist erstmal einen ganz normalen Uchimata-Eingang. Zack, zack, und jetzt schwingt ihr an dem Bein hier vorbei, hier nach oben. Jetzt hier stehen, dann wieder zurück, dann wieder eins, zwei und hier durchschwingen. Immer an der Puppe vorbeischwingen. Das Ganze eine Minute lang. Griff ist egal, ob ihr es aus dem Revers oder aus dem Obengriff macht oder aus dem Ogoshi-Griff, könnt ihr es gerne auch machen. Es kommt darauf an, was eure Puppe dazu lässt. Ja, jeder hat ein bisschen andere Puppe, wie fest die ist, wie einfach die ist. Ich kann loslegen, Oskar. Und je nachdem macht ihr euren Griff. Ja, achtet darauf, dass ihr eure Schritte richtig macht, dass euer Standbein, die Zehen vom Standbein schön nach vorne zeigen, nicht so quer. Sonst wird es nachher schwer mit dem Kouchigari. Die Zehen eures Standbeins schön nach vorne. Ja. Das Bein schön hochnehmen dabei. Passiert meistens ein Kenuchimata raus. Das heißt, es funktioniert nicht, dass ihr, oder ich sehe es ganz selten, ja, dass ihr hochgeht und sofort hier bam, den hinballert. So meistens hängt ihr euer Bein ein und springt so. Und dann merkt ihr, das wird nichts. So, also unsere nächste Aufgabe. Jetzt stellen wir uns vor, wir drehen Uchimata ein, ich stehe hier drin und es wird sein Papa, und der Partner richtet sich immer mehr auf. Der Papa, so eine Partner, richtet sich immer mehr auf. Okay, zack, er springt ja so ein bisschen und der Partner richtet sich immer mehr auf. Er macht so vier, fünf Sprünge, dann stellt euch wieder hin und macht das Ding nochmal.
Wieder eine Minute lang. Fertig und los geht's. Ab ins Springen hier. Wenn ihr Ken-Ken werfen wollt. Ja. Die letzten 20 Sekunden noch. Noch 10. Und stopp. Gut. Jetzt kommen wir dann zum Kochi. Das können die entweder mit Mitfallen oder ohne Mitfallen machen. Je nachdem, ich mache es jetzt mal ohne Mitfallen. Ihr macht dieselbe Übung wie gerade, ihr dreht die Uchimata ein. Zack, ihr steht hier drin, Partner richtet sich noch mehr auf. Und jetzt geht ihr runter mit euren Beinen, richtet euch auf, Partner richtet sich auf, geht nach hinten und dann haut ihr ihm hier unten, Coach Gary, sein Schwertbein weg. Ja? Okay, zeig's mal aus der Position raus. Dreh Uchimata ein. Merkt, es wird nichts so richtig. Ja, versuche jetzt noch zu springen. Ken-Ken geht nicht, der legt sich mehr auf. Dann geht ihr runter und haut dann mit der Fußsohle seine Ferse ab weg. Uchimata, Kochigari. Kombination vor zurück. Eine Minute und los geht's. Wer seine Fall benutzt, kann das gerne auch mit Fall machen. Genau. Ein bisschen öfter springen, ja, also springt ihr auch mehr als zweimal, wenn ihr da drin hängt. Gut. Schön die Fußsohle benutzen, ja, denkt euch mit der Fußseite, sonst könnt ihr euch selber wehtun, wenn da auf die Ferse des Partners draufhaut, könnt ihr euch da selber eine Verletzung zufügen. Deshalb schön mit der Fußsohle, Fußdrehung. Letztes Mal. Jawohl. Gut. Okay, das war die Standtechnik für heute. So, willkommen zur Bodentechnik. Wir haben ja gesagt, wir haben hier einen Partner, der auf den Knien ist, beziehungsweise in der Puppe ist das ein bisschen schwierig. Die liegt auf dem Bauch. Wir machen die Technik auch dann, wenn wir wieder im Training sind. Das heißt, ihr nehmt zuerst den Partner im Kragen hinten, ja, und geht mit der anderen Hand, oder mit dem Kragen reißt ihn hoch, mit der anderen Hand geht ihr unter seinen Arm durch. Muss unter den Arm, genau so. Und dann, weil die Puppe jetzt nicht nach hinten gerissen werden kann, reißt ihr ihn zur Seite an. Oskar gibt schon mal, zack, genau. Dann geht ihr ganz hoch, jetzt müssen wir ein bisschen weiter vorkommen. Ich zeige es mal kurz vor. Dass ihr wisst, dass wir, wie das dann weitergeht. So, also wir gehen hier hin, haben den so, wir stehen aber noch, greifen hier rein. So, ich reiße meinen Partner nach oben und greife hier unten durch. Ganz gegen die überliegende Revers. So, dann kippe ich den an, habe ihn zwischen meinen Beinen, hier richtig Absicht. Wir können auch gerne klammern. Ja, dann gehe ich ganz, ganz hoch. Hier. Mit der anderen Hand lasse ich los und schiebe mich hier so vorbei an ihm. Das heißt, die Seite vom Hals richtig blockiert wird und jetzt ziehe ich hier zu. Ja, so ist die Würgetechnik und dann machen wir daraus dann gleich eine Hebeltechnik. Okay, das war mir eine Minute, erste Aufgabe. Ich zeige nochmal das Würgen nochmal. Ihr habt hinten den Kragen, ihr habt inzwischen euren Bein abgesichert. Ihr rutscht hier nach vorne und fasst euer eigenes Handgelenk
Und dann zieht er hier den Kopf gegen, gegen mein seitliches Handgelenk hier so zu. Ja. Das soll auch eine Kombination werden. Funktioniert wahrscheinlich nicht so richtig gut, diese Würger. Aber es lenkt davon ab, von dem, was ich nachher machen möchte. Okay? Also, zack, ganz hoch gehen auch. So hoch wie möglich fassen hier. Und dann hier ans Handgelenk und zuziehen. Okay? Oskar, eine Minute. Immer stehende Beine, müsst ihr vorstellen, dann eingedreht und Knie dann vor euch. Ja, und los geht's. Ankippen, schön absichern mit den Beinen, ja, dass der nicht irgendwie einen Quatsch macht. Genau. Und zuziehen. Kannst du ruhig locken lassen, der schlägt nicht ab. Ich sollte nur mein Handgelenk schlecht. Ja, ruhig richtig hochreißen im Kragen, ja, denn, dass er von der Lücke kommt, hier unten rein, dass da mit dem Arm dann locker reinkommt. Nutzen wir eine Reaktion von dem UK aus. Was machen die meisten, wenn er dann anreißt hier und dann hochhebt und durchgeht und die Würgetechnik ansetzt hier? Ja, dann die versuchen mit der Hand hier das irgendwie zu lösen. Ja, der kommt da rüber mit dem Arm. Was ihr macht ist, ihr gebt ein bisschen Platz auf die andere Seite, kommt mit eurem Bein vom Kopf und jetzt nehmt ihr diesen Arm, wenn der hier ist. Löst ihn und hebelt ihn ab. Ja? Also als erstes ist ihn in eine Falle locken, damit die Reaktion macht, die er braucht. Und dann geht er rüber und hebelt ihn ab. Müsst vielleicht dann noch lösen, weil der vielleicht hier noch irgendwo greift. Ja, aber das kann man relativ easy machen. Und dann habt ihr dann diesen Chuchigatam. Okay? Soll ich es nochmal zeigen, Oskar? Aber für euch zeige ich es nochmal. Ja? So, gleiches Ding, dann eingedreht liegt vor euch, ihr reißt ihn auf, dass ihr eine Lücke ist, geht hier unten durch, lasst euch fallen. So, sichert ihn erstmal ab, ihr braucht ja keine Hektik machen. Jetzt schiebt ihr die Hand hinten im Kragen, ist rum und hier so ins Handgelenk rein. So, jetzt täuscht ihr den Würgern, vielleicht klappt der Würger auch, habt das Ding ja schon gewonnen. Ja, und jetzt merkt ihr, oh, das wird eng, die Hand hier kommt zur Hilfe. Ihr geht ein bisschen auf die Seite, müsst ein bisschen beweglich sein, kippt ihn darüber. Ja, jetzt mal so, kippt ihn darüber. Und jetzt kommt das Bein vom Kopf, ihr lasst ihn nicht los. Und er sieht jetzt Beine zusammen, packt ihr diesen Arm und hebt ihn ab. Eine Minute die Technik. Oskar legt los. Und ab geht's. Absichern zwischen den Beinen, genau. Würgetechnik angesetzt. Genau, so musst du raus. Und dann abgeben. Denkt dann so hoch wie möglich ans Revers zu fassen, dass ihr ganz da oben seid. Nicht da unten, ganz oben. Genau, und abgeben. Sehr gut. Letzte Runde, letzte Übung. Gut. Alles gut, Oskar? Ja.
Sehr schön. Wir bedanken uns mal für euch. Ja, das Mitmachen. Ich bedanke mich wie immer beim Oskar, der ein ganz, ganz toller Schauspieler hier ist, ja, der das gut mitmacht. Ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche. Machen einen letzten Teil und dann sind ja Pfingstferien. Und dann schauen wir mal, was wir nach den Pfingstferien machen dürfen. Besucht unsere Homepage, falls ihr Newsletter nicht bekommt, dann seht ihr, was passiert. So, eine schöne Woche wünschen wir euch. Ciao, bye bye.